Willkommen zurück, meine Damen und Herren, im Konfrontationenstudio mit der nächsten Paarung. Diese beiden Parteien probieren in Salzburg seit ein paar Monaten aus, wie denn eine Zusammenarbeit zwischen ihnen so funktionieren könnte. Auf Bundesebene scheint das allerdings mehr als schwierig zu sein. Und das, obwohl beide sich den Kampf gegen Korruption und die Transparenz auf ihre Fahnen heften. Ich begrüße die grüne Bundessprecherin Eva Klawischnik. Guten Abend. Guten Abend, danke für die Einladung. Und die Stronach-Gründer und Spitzenkandidat Frank Stronach. Guten Abend. Guten Abend. Und zwischen diesen beiden finden sich nicht nur auf den ersten Blick wenige Berührungspunkte. Das hat auch Klaus Dutzler herausgefunden. Dermaßen krude Position. Europapolitisch sage ich leider nein. Also das ist Harakiri. Das ist verantwortungslos. Die Umwelt ist sehr wichtig. Aber ob wir es wollen oder nicht, wir leben in einer Weltordnung. In einer Global Economy. Was kann sie reden? Wird ihr sofort ins Wort fallen? Man darf gespannt sein, ob er charmant sein wird oder eher bissig. Jemand, der sich halt mit 80 noch für Politik engagieren will, das ist total in Ordnung. Er könnte auch Golf spielen und seine Enkelkinder schaukeln. Die Grünen früher waren gegen alles. Aber jetzt sitzen sie am Futtertrog. Jetzt stimmen wir uns auch dazu. Andererseits, nur weil man ein erfolgreicher Unternehmer war, heißt das noch lange nicht, dass man auch für das Gemeinwohl auch wirklich etwas beitragen kann. Und ich war mal bei dem Bauer geredet, der hat gesagt, pass auf, der Futtertrag, der hält manchmal für 20, 30 Jahre, aber die Schweine ändern sich. Ich glaube, dass jeder Sager Frank Stronachs die Grünwählerinnen eher enger an die Grünen binden wird, als dass es hier potenzielle Wechselwähler geben kann. Die Grünen, die haben noch nie was wir alle wissen, wir alle atmen die gleiche Luft. Reich oder arm, ja, das, und wir alle sind interessiert daran, dass wir gute Luft haben. Also ich komme aus der Umweltschutzbewegung. Ich weiß, dass was einem Automobilcluster nutzt, also nicht unbedingt das Beste ist, was der österreichischen Gesellschaft bzw. Natur- und Umweltschutz das Beste ist. Die Klawischnik mit ihrem Programm, also keine Autos mehr, keine Lastwagen in Wien, wird Wien verhungern. Weil da kommen Tausende von Tonnen jeden Tag nach Wien rein, damit die Leute zum Essen haben. Er wird dir sagen, sie verstehen nichts und sie verstehen nichts von Wirtschaft und ich bin der Milliardär. Und ich frage mich, ob der überhaupt weiß, was eine Kindergärtnerin verdient. Natürlich, ich bin mir bewusst, dass Frauen das größte Leid tragen, nicht? Die Kindererziehung. Er sollte Klawischnik einfach vor Augen führen, sie sind ganz nett, sie sind sympathisch, ich finde sie auch nett, aber von der Wirtschaft verstehen sie nichts. Ja, Herr Stronach, um in Ihrer Diktion zu bleiben, muss man sagen, in Salzburg sitzt Ihr Team Stronach jetzt gemeinsam mit den Grünen am Futtertrog. Und wir könnten jetzt zu Beginn dieser Gesprächsrunde mal klären, wie das denn so läuft dort. Was haben Sie denn das Gefühl, was konnten Sie dort umsetzen in Salzburg bis jetzt und wo zeigt sich da die Handschrift des Team Stronach? Es stimmt vieles nicht in Österreich. Nein, in Salzburg und meine ich jetzt grundsätzlich. Salzburg gehört zu Österreich. Ja, aber dort sitzen Sie in der Regierung mit den Grünen nicht gemeinsam. Und was fehlt ist, es sind Unklarheiten in den Kompetenzen. In Salzburg? Nein, wir müssen mal feststellen, was sind die Kompetenzen der Gemeinden, der Bezirke, der Länder und des Bundes. Und jetzt geht alles, ist alles durcheinander gemischt, keine klaren Regeln. Und meine Einstellung war immer, wir sind eine neue Partei. Ich habe zu den Leuten in Salzburg gesagt, macht das, was ihr glaubt, das ist gut für die Bevölkerung. Aber ich möchte etwas kurz eine... Es ist eine ganz eine wichtige Aufklärung, die ich zu machen habe. Frau Klawischnik, das ist eine kleine Kopie von eines Ihrer Plakaten. Mhm. Nicht? Und wenn ich das ein Zitat jetzt lesen darf, Sie haben doch diskutiert mit dem Herrn Bucher, nicht? Und da haben Sie gesagt, als in meiner Zeit, als ich ausgeschenkt habe, hatten wir nur ein Doppelliter Weiß und ein Doppelliter Rot. Und wenn ein Gast sich über den Wein beschwert hat, habe ich ihm einfach umgeschüttet in ein anderes Glas mit dem Ergebnis, dass manche Gäste gesagt haben, warum nicht gleich so, Fräulein? Mhm. Ist das Ehrlichkeit? Mhm. Das ist ehrlich? In der Wirtschaft muss man, der Kunde ist immer Nummer eins. Okay. Man muss immer schauen, dass der Kunde sehr zufrieden ist. Nur so kann man eine Wirtschaft aufbauen. Und ich möchte sagen, das ist nicht ehrlich. Und Sie sagen ja hier, wenn einmal, wenn einmal, wenn einmal, wenn,
Wer einmal stiehlt, den wählt man nicht. Und ich glaube auch, wer nicht ehrlich ist, glaube ich, soll man auch nicht wählen, weil das fällt unter der gleichen Kategorie. Gut, also ich habe jetzt versucht, über Salzburg zu reden. Vielleicht wollen Sie das kurz kommentieren. Na, aber das ist ein gutes Stichwort. Das ist ein gutes Stichwort. Das war Ende der 80er Jahre. Sie werden sich vielleicht nicht daran erinnern, aber es gab in Österreich einen sehr großen Weinskandal. Vor diesem Weinskandal, und damit komme ich auch dann zum nächsten Thema, vor diesem Weinskandal hatten wir in vielen Bereichen nicht so eine hohe Qualität im Weinbau, wie wir es jetzt haben. In der Korruptionsbekämpfung ist es ziemlich ähnlich. Ja? Ich glaube, dass Skandale, wenn man sie aufdeckt, dass die eine reinigende Wirkung haben. Und das ist der Hauptteil unserer grünen Arbeit in den letzten Jahren gewesen. Nämlich genau den Finger in die Wunden zu legen. Und das war auch in Salzburg im Übrigen der Fall. Also Salzburg war ja keine reguläre Wahl, sondern Salzburg war das Ergebnis vorgezogener Wahlen nach einem beispiellosen Finanz- und Spekulationsskandal, auf den die Grünen im Übrigen seit dem Jahr 2006 immer wieder hingewiesen haben. Und dann Neuwahlen und dann ein klarer Regierungsauftrag mit 20%. Ich möchte es nur noch mal betonen. Das ist der Hauptteil unserer Arbeit gewesen, die letzten Jahre, den Finger in die Wunden zu legen und aufzudecken und aufzuklären und auch neue Gesetze, strengere Gesetze auch zu schaffen. Dann bleiben wir doch aber gerne bei Demokraten. Aber die Tatsache ist, Sie haben einen Wein eingeschenkt, und dann haben sie das gleiche Glas, wir zurück in ein anderes Glas. Aber das müssen sie, das ist ja nicht ehrlich. Okay. Wenn Sie glauben, das ist ehrlich, wir sollen ein Beispiel sein für die Jugend. Die Jugend erwartet Wahrheit und Ehrlichkeit. Nur wir haben die Werte verloren. Und Ehrlichkeit gehört auch zu den Werten, weil die Ehrlichkeit ist auch. Ja, das ist auch eine Wahrheit. Ich habe heute wieder ein Tafelbuch mitgebracht, Herr Stoner. Wenn wir schon über Werte und Ehrlichkeit und so weiter sprechen. Ich bin eine Kärntnerin. Sie haben gerade auf meine Wirtshausvergangenheit, wo ich als Kind, als Jugendliche hinter der Schanke ausgeschenkt habe, hingewiesen. Ich bin eine Kärntnerin. Sie kennen das. Das ist das Schloss Reifnitz. Im Jahr 2004 gab es eine legendäre Sitzung des Maria Wörther Gemeinderates. Da kam der damalige Landeshauptmann Jörg Haider zu relativ später Stunde und hat Druck ausgeübt auf die Gemeinderatsmitglieder, nämlich dass es einen Verkauf eines sehr wertvollen Grundstückes an die Magna Betriebsansiedlungs GmbH gibt. So, und sie haben dieses Grundstück damals erworben zu einem Preis von 6,4 Millionen Euro. Der Wert dieses Grundstückes wird allerdings geschätzt zwischen 15 und 30 Millionen Euro. Also sie haben hier, man sagt auf gut kärntnerisch, einen Schnitt gemacht von wahrscheinlich 20 Millionen Euro. Ja. Sie wissen, dass sich die Gerichte im Moment damit beschäftigen und ich frage Sie eines. Ist das Freundalwirtschaft oder ist das schon Korruption? Klären wir jetzt ohnehin die Justiz. Ich bin sehr froh, dass die Justiz damit involviert ist. Das eine steht fest, ich habe nie darüber verhandelt. Es war ein Müllablagerungsplatz und wir haben das bezahlt, was die Gemeinde verlangt hat. Die Gemeinde hat das ungefähr gekauft für 19 Millionen Schilling und wir haben bezahlt, die 6,4 Millionen sind ungefähr 85 Millionen Schilling. Also das war das beste Geschäft, die Gemeinde jemals gemacht hätte. Und ich bin eigentlich gar nicht dort. Also ich würde es gerne verkaufen, weil das Geld, was wir reingesteckt haben. Was würden Sie verlangen dafür jetzt? Na, was wir reingesteckt haben, da muss man in der Buchhaltung schauen. Aber ich würde es gerne verkaufen, wenn wir das gleiche Geld. Ich glaube, wir müssen einen Dank dafür bekommen, weil wir das Schloss war so runtergekommen und die großen Kosten waren, weil wir haben das genau wieder nach den Denkmalbauten wieder müssen errichten. Also noch einmal sage ich hier, ich würde es gerne verkaufen, wenn wir das Geld nur zurückkriegen, was wir reingesteckt haben. Aber eines haben Sie jetzt nicht dazu gesagt. Sie haben damals versprochen, dass es hier einen Tourismusbetrieb geben wird mit 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und genau dieses Versprechen haben Sie nicht gehalten, sondern haben sich Ihr privates Feriendomizil gebaut. Und wissen Sie, warum mir das auch sehr auf der Niere liegt, dieses Thema? Weil ich komme aus Kärnten und wissen Sie, es kann sich in Kärnten niemand mehr einen freien Seezugang leisten. Es ist alles privatisiert. Das sind nur Naturjuwele und ich möchte, dass solche Naturjuwele der Öffentlichkeit und der Bevölkerung zur Verfügung stehen und dass nicht alles von Milliardären zusammengekauft wird zu solchen Preisen, Quadratmeter um 100 Euro.
wo daneben der Seegrund 2000 Euro der Quadratmeter kostet. Also das ist alles andere als ehrlich und alles andere als fair und alles andere als transparent gewesen. Gut. Damit beschäftigen Sie sich die Rechte. Ja, es gibt ungefähr 30 Kilometer Seehofer und da würde genug Zock zum Kaufen sein, dass man öffentliche Züge. Ich verstehe Sie schon, aber Sie verstehen die Wirtschaft nicht. Apropos, reden wir über die Wirtschaft. Das ist doch ein gutes Stichwort, Frau Glawischnik. Grüne und Autoindustrie, sind das so wie natürliche Feinde? Also eines muss man schon auch wissen. Also wenn es über Jahre hinweg gelungen ist, korruptive Vorgänge zu beobachten, anzuzeigen. Über Jahre hinweg haben wir das gemacht. Gabi Moser im Fall der Bundesimmobiliengesellschaft, Karl-Heinz Grasser, der das nachweislich auch beeinflusst hat, das Vergabeverfahren. Da braucht man sehr präzise Wirtschaftskompetenz. Da muss man sehr, sehr kompetent sein, um das aufdecken zu können. In dieser Frage reden Sie jetzt Buwok. Ich würde ein bisschen ganz gerne über Automobilindustrie reden. Sehr gerne, reden. Ja. Bitte. Mhm. Ist das so was wie eine fast naturgegebene Feindschaft zur Autoindustrie? Also erstens, es gibt in Oberösterreich im Land der Schwerindustrie. Also Papierindustrie, chemische Industrie, Eisen- und Stahlindustrie, gibt es seit 10 Jahren eine grüne Regierungsbeteiligung. Und Rudi Anschober hat es geschafft, in dieser Zeit, also Oberösterreich ist de facto schuldenfrei, Oberösterreich hat hervorragende Wirtschaftsdaten und Oberösterreich hat es auch geschafft, mit dem Energieverbrauch und mit dem Umweltschutz einen Schritt nach vorne zu kommen. Es gibt dort einen Energiecluster von 150 Unternehmen, die exportieren auf die ganze Welt. Das war eines der Ideen, die Rudi Anschober dort auch wirklich gelebt hat, nämlich mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Und mittlerweile ist jeder 10. Pelletskessel, es ist von 10 Kesseln, von 10 Solaranlagen in Deutschland und in Frankreich, kommen 8 bzw. 9 aus Oberösterreich. Aber das ist ein Erfolgsmodell. Und deswegen lasse ich mir das nicht umengen. Ähnlich wichtig ist die Autoindustrie für die Steiermark zum Beispiel. Ja? Mhm. Aber und damit haben Sie kein Problem. Ist das okay? Ich frage mich ja eher, wie man in einem Land, das sehr stark von Export abhängig ist, also wir exportieren in der Größenordnung von 124, 125 Milliarden Euro, dass man hier also solche kruden Ideen verfolgen kann, wie aus dem Euro auszusteigen oder jedes Land seinem eigenen Euro. Bleiben wir mal bei der genau Industrie, wissen, Frau Glawischnik. Ja, das ist ja kein Problem. Dass man das ein bisschen näher definieren. Mhm. Ich würde Sie gerne fragen, Herr Stronach, waren für Sie eigentlich Umweltauflagen bei der Magna in der Steiermark je ein Problem oder war das in Ordnung? Noch einmal ganz kurz, ich möchte nur sagen, also, bitte nein, bei diesem Thema. Bitte, das bitte. Sind so wichtige Themen, Oberösterreich, die Stadt Linz hat ja fast 1 Milliarde Schulden aufgehäuft. Nicht? Ja, aber da sind auch mit dabei. Und es steht auch fest, unglücklicherweise, die First baut jetzt ein neues Werk in Amerika, weil die ganzen Energiekosten und alles ist viel billiger. Wir sind nicht mehr konkurrenzfähig. Das stimmt. Die Standortentscheidung der Föst hatte einen ganz einfachen Grund, nämlich dass am Standort dort kein Platz mehr ist. Aber okay. Also da muss ich Ihnen jetzt auch, Frau Glawischnik, ein Zitat vorlesen von Wolfgang Eder, dem Generaldirektor der Föst. Der sagt, auch wegen der überzogenen Vorreiterrolle Europas in der Umweltpolitik werden wir künftig Investitionen in Produktionsstätten außerhalb Europas treffen. Okay, dann muss man aber auch dazu sagen. Dann muss man auch dazu sagen, dass die USA im Gegensatz zu Europa auf eine Technologie setzt, die ich für brandgefährlich halte, nämlich Fracking. Dadurch sind Energiepreise angeblich, wir werden es ja sehen, ob das auch stimmt, zurzeit sehr niedrig. In Ihrem Parteiprogramm übrigens findet sich auch ein Verbot von Fracking in Österreich, was mich im Übrigen sehr gefreut hat. Ja? Weil wenn man nämlich ernsthaft in Erwägung zieht, und ich tue das, weil Wissenschaftler der ganzen Welt machen das, dass Klimaschutz am Ende dieses Jahrhunderts eine Bedrohung sein wird, wenn wir nicht gegensteuern, dann muss dieses Zeug unter der Erde bleiben. Und das ist einfach eine Entscheidung, die man treffen muss im Sinne der kommenden Generationen. Ist das Thema Fracking? Aber hier geht es ein bisschen um Jobs gegen Umweltschutz ein bisschen. Ja, aber ich muss wo da die Prioritäten einen abschließenden Satz. Europa wird nicht konkurrieren mit niedrigen Energiepreisen. Europa kann nur in einer einzigen Frage konkurrieren, das heißt Innovation, das heißt Bildung. Bildung ist der wichtigste Standort. Indikator für Europa. Das heißt, Stahlindustrie zum Beispiel hat eigentlich für Sie in Österreich keinen Platz, wenn es leicht wird, oder schon? Auch noch ein Beispiel aus Oberösterreich. Die Föst hat auch in den letzten 10 Jahren, als Rudi Anschober dort schon Landesrat war, ausgebaut. Es sind 500 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden. Es ist aber gleichzeitig auch gelungen, die CO2-Emissionen zu reduzieren durch sehr kluge Politik. Und das muss man auch sehen. Es geht nämlich beides zusammen, man muss es nicht gegeneinander ausspielen. Herr Stronach, wenn Sie...
in so einer Situation sind, wo Sie sagen, es gibt in Österreich strenge Umweltauflagen, ich könnte hierzulande in Industriearbeitsplätze investieren, aber leichter geht es woanders, wo man nicht so streng ist. Was ist Ihnen dann wichtiger? Die Jobs oder die Umwelt? Ich habe sehr viel investiert in Österreich. Ja, aber ich möchte es noch einmal. Manche Leute haben das vielleicht noch nicht gehört. Das kann ich Ihnen nicht vorstellen. Ich habe über 4 Milliarden investiert und 13.000 Arbeitsplätze in Österreich geschaffen. Und ich wurde immer kritisiert von unseren Aktionären, dass ich so viel investiere in Österreich, weil wir haben hier sehr wenig Profit gemacht. Ich habe die absolute Kontrolle gehabt bei der Bank. Ich habe gesagt, das ist ein freies Land. Wenn ihr glaubt, ihr könnt besser irgendwo Aktien kaufen, dann kauft es dort, verkauft es die Markenaktien. Und ich investiere hier, weil ich Österreicher bin. Gut, ich versuche es jetzt noch einmal. Wenn es darum geht zu sagen, strenge Umweltauflagen gegen Jobs, was wiegt für Sie schwerer? Was ist wichtiger? Solche Auflagen kommen ja nicht über Nacht. Die sind ja schon lange in Planung. Und deshalb muss man dann genau studieren, welche Produkte können wir in Europa oder in Österreich erzeugen und welche Produkte erzeugen wir anderswo. Das braucht alles gute Studien, gute Planung. Aber ich möchte noch eines sagen. Ich habe die weltbesten Wissenschaftler organisiert. Also da waren auch Friedenspreisträger dabei. Und das sind Wissenschaftler, die kann man sich nicht kaufen. Das ist vielleicht das Modernste. Haben die das gratis für Sie gemacht? Nein, wir haben schon bezahlt. Schon bezahlt, ja, aber die Kosten waren eigentlich Spesen und so weiter, waren gar nicht so groß. Aber wir sind uns lange zusammengesessen. Und wichtig war, dass eine Balance da ist zwischen der Umwelt und der Wirtschaft. Man muss das ausbalancieren und man muss zusammenarbeiten. Aber ich würde Ihnen gerne eine Kopie geben. Nein, aber das ist die Originale und da vielleicht, wenn Sie eine haben wollen. Das Gerne, wir haben das auch, danke. Universitäten können Zugang, weil wir haben keine Patente drauf, alle haben Zugang zu diesen Dokumenten. Ganz konkrete Frage. Gerade heute war der Industriekommissar aus der EU in Wien zu Gast und hat gesagt, wir sollten anstreben, in Europa den Industrieanteil wieder von 15% auf 20% zu erhöhen. Haben Sie den Eindruck, dass die Rahmenbedingungen in Europa dafür gut sind, um so eine Reindustrialisierung zu Wege zu bringen? Nein, wir sehen, man sieht die Zeichen, wenn man reingeht in einen großen Kaufhaus oder in ein Warenlager, man findet ja kaum noch Produkte, die in Europa gemacht werden. Und wir gehen immer weiter weg von der Realwirtschaft. Die Realwirtschaft heißt, Produkte zu erzeugen, die man verkaufen kann. Wir gehen immer weiter weg in die Finanzwirtschaft und da werden Finanzpapiere hin und her geschoben. Und die kann man nicht essen. Und zum Schluss bleiben immer faule Kredite übrig. Wer bezahlt das dann? Die Bürger. Und Sie, Frau Klawischnik, haben mitgestimmt zum ISM. Sie waren mit dabei, wo ungefähr 63 Milliarden Verpflichtungen sind an Länder, die noch korrupter sind wie Österreich, und zur Bankenrettung. Das ist ein Verrat an die Arbeiter und dadurch gefährden Sie auch die Pensionisten. Das ist eine Tatsache. Wir alle wissen das. Das ist eine Tatsache. Das sind die Summen. Sie sollten es länger in die Kamera halten, sonst kann das Publikum nicht lesen. Ich sage das dem Publikum. Sie haben dazu geschrieben zu den ISM und das war... Österreich braucht das Geld selbst für die Arbeiter und für die Pensionisten. Wie kann man die Bevölkerung so verpflichten? Jedes Kind kommt schon auf der Welt mit 30.000 Euro Schulden. Ja. Man muss das verstehen. Wer sind da verantwortlich? Sie waren da auch verantwortlich, weil Sie auch mit unterschrieben haben. Okay. Wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen, was die Entwicklung der Europäischen Union betrifft. Ich glaube, Sie treffen sich hier auch mit Stronach
in derselben Ecke, meiner Meinung nach. Strache und Stronach, Entschuldigung, jetzt bringe ich schon selber durcheinander. Wie Zwillinge in dieser Frage. Also unser Feind ist nicht der Euro, sondern was wir bekämpfen, das ist ein deregulierter Finanzmarkt. Also wir möchten gern eine sehr viel strengere Regulation. Wir möchten eine Finanztransaktionssteuer, die auch wirklich den Namen verdient. Also wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass es auch ein Bankeninsolvenzrecht gibt, dass es sowas gibt, die Banken können pleite gehen. Und selbstverständlich stehen wir aber auch zu einer europäischen Solidarität. Und Sie wissen das auch, also wir sind ein sehr exportorientiertes Land und gemeinsam ist man, wenn man in das Visier der Finanzmärkte kommt, sehr viel stärker als einzeln. Stellen Sie sich das vor wie eine Herde, wenn da die einzelnen Tiere nacheinander herausgelöst werden, ist das sehr viel gefährlicher, als man stellt sich zusammen. Wir haben auch ein Tierschutzprogramm. Und das ist sehr schön, wenn Sie dieses Programm auch haben. Ich weiß, wie es mit den Pferden ist, aber das ist ja ein anderes Thema. Ja? Aber europapolitisch geht es jetzt in den nächsten Jahren darum, Europa gemeinsam stärker zu machen. Ihr Konzept, Europa de facto zu zerschlagen, gegen den Euro vorzugehen, ist aus meiner Sicht für Österreich gefährlich. Und Sie wissen auch, Sie kennen auch die Studien, das werden tausende Menschen mit ihrem Arbeitsplatz bezahlen. Die Schlangen vor dem Arbeitsamt, wenn Sie das tatsächlich durchsetzen, was Sie vorhaben, möchte ich mir nicht vorstellen. Da geht es um 200.000 Arbeitsplätze in Österreich bei dem, was Sie vorhaben, nämlich die Zerschlagung des Euros. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Gut, ich glaube, das ist relativ klar, dass Sie da unterschiedlicher Meinung sind, oder? Die Frau Klöckl-Schnick sagt, sie widerspricht sich. Sie hat gerade vorher gesagt, man sollte Banken also in Konkurs gehen lassen, aber sie hat da mitgestimmt, dass man die Banken alle rettet. Und die Hypo Adria ist ein typisches Beispiel, war nicht nötig für das ganze System. Und warum hat man da zugestimmt? Also Sie sprechen ganz was, auf der einen Seite sagen Sie, ja, Banken soll man in Konkurs gehen lassen, auf der anderen Seite haben Sie zugestimmt zu diesen großen Sie Milliarden von Beträgen. Wissen Sie, wer den ganzen Skandal rund um die Hypo Adria Sie tatsächlich zugestimmt, aufgedeckt hat? Zur Bankenrettung und zur ISM, das sind alles Bankenrettungen. Darf ich Ihnen noch mal erklären, worum es geht? Ja? Es ist sehr einfach gesagt, eine Bank in den Konkurs zu schicken, das wissen Sie. Sie wissen auch, dass es sowas gibt wie Sicherheit für Sparer, die man auch wahren muss. Und das ist eine sehr schwierige Entscheidung, wie man in dieser Krisensituation mit Europa und mit all den Hilfspaketen umgegangen ist. Ich sage es nur eines, ich stehe zur Solidarität und ich stehe auch zu einem, nämlich dass die Grünen die einzige Partei sind, die den Finger genau in diese Wunde gelegt hat, Hypo Alpe Adria. Wir haben es mit Staatsanwaltschaften zu tun gehabt in Klagenfurt, die zweimal die Verfahren geschlossen haben. Und gäbe es nicht einen Rolf Holub in Kärnten, der mit unglaublicher Hartnäckigkeit bei einem System, bei dem nämlich Sie auch dabei waren, Sie waren auch im System Haider mit dabei, das aufzudecken und auch die Belastung, die dadurch auf den österreichischen Steuerzahler zugekommen ist, auch einmal sichtbar zu machen und dagegen etwas zu tun. Das war unsere Leistung und unser Verdienst. Das lasse ich mir nicht. Sie, noch einmal, die Bank ist auf der einen Seite, sagt sie, sie haben zugestimmt zur Verstaatlichung der Hypo Adria. Und sie haben zugestimmt zur Bankenrettung vieler ausländischen Banken. Weil es so ist, weil das im Parlament so beschlossen wurde. Und sie haben zugestimmt. Und noch einmal, Sie machen sehr viele Behauptungen, die nicht wahr sind. Herr Stronach, ich glaube, wir haben herausgehört, dass Sie beide sich bei diesem Thema Bankenrettung, ESM, ganz uneinig sind und das haben wir zur Kenntnis genommen. Und ich schlage vor, wir diskutieren mal ein Thema aus einem Bereich, das viele Menschen auch betrifft und mit dem viele Menschen auch im täglichen Umgang zu tun haben. Und da würde ich jetzt gerne über das Thema Verkehr diskutieren. Sie sind ja jemand, der sagt, er will gar nicht ungern die ÖBB kaufen. Deswegen kommen wir mal doch von der Straße auf die Schiene, vom Autozulieferer zur Bahn. Und reden wir mal, Frau Klöckl-Schnick, über die Bahn. Da sind Sie jemand, der wettert auch ganz gern mal immer wieder gegen diese gigantomanischen Großprojekte bei der Bahn. Und jetzt werden Sie aber doch nicht in Abrede stellen, dass es schon ein Fortschritt ist, wenn man von Wien nach Linz mit dem Zug in 1:20 fahren kann und für die gleiche Strecke nach Graz immer noch 2,5 Stunden braucht, weil es keinen Semmering-Basistunnel, eins dieser gigantomanischen Großprojekte gibt. Also eines unserer wichtigsten Programminhalte ist zu hinterfragen, in einer Situation,
wo Österreich einen sehr hohen Schuldenstand hat. Welcher Steuersend ist wirklich noch wo notwendig? Also wirklich jeden Cent umzudrehen. Und da gibt es halt ein paar Fragen, die man stellen muss. Im Straßenbau ist das sehr viel sichtbarer. Da werden für die nächsten Jahre weiterhin 6 Milliarden Euro für Autobahnprojekte ausgegeben, die wir nicht brauchen, auf Schuldenbasis. Das finanziert alles die nächste Generation. Und im Bahnbereich ist es ähnlich. Also meine Priorität wäre vor allem den Nahverkehr rund um die Ballungsräume, rund um Wien, rund um Salzburg, rund um Graz, auch wirklich den Schienennahverkehr auszubauen, um wirklich eine Alternative zu bieten. Ich weiß nicht, ob Sie jemals mit öffentlichen Verkehrsmitteln jetzt unterwegs waren in der letzten Zeit, glaube ich nicht. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass Leute auch zum Auto eine Alternative haben. Und deswegen müssen wir in diesen Bereichen investieren. Aber ist das nicht gerade die Alternative? Diese zu sagen, jetzt ja, überlegen sich sicher viele Leute, statt von Wien nach Linz mit dem Auto, mit der Bahn zu fahren. Nach Graz wahrscheinlich die nicht, weil es einfach ist ja auch zu lange dauert. Ordnung gewesen, ja? Nun muss man trotzdem für die Zukunft hinterfragen, was noch notwendig ist. Und da gibt es einige Projekte, die aus meiner Sicht zu streichen sind. Der Linzer Westring zum Beispiel als Stadtteil. Wenn Ihnen die ÖBB gehören würde, Herr Stronach, würden Sie dann in so Projekte wie den Semmering-Basistunnel, den Koralm-Tunnel, den Brenner-Basistunnel Milliarden investieren? Kurz noch eine Bemerkung. Die Frau Klawischnik hat gesagt, wir drehen jeden Cent um. Aber sie geben Milliarden aus für andere Länder und Bankenrettung. Das macht doch, das ist doch konträr. Das haben wir jetzt schon besprochen. Ja, aber noch einmal, aber sie hat es wieder erwähnt. Ja, das ist so in einer Diskussion, das Argument sagt, und Gegenargument getauscht wird. Auf der anderen Seite gibt man Milliarden aus an andere Länder, die noch korrupter sind. Also wie passt denn das zusammen? Sie haben Sie nicht überzeugt, Herr Stronach. Wir haben die Argumente ausgetauscht und ich würde gerne über die Bahn jetzt mal reden. Ich will, dass die Leute das wissen, dass das so ist. Für mich ist das wichtig. Ich sage noch gerne einen Satz dazu, wenn Sie so darauf bestehen. Es geht in Europa um Solidarität mit Staaten, die ins Visier der Finanzmärkte geraten sind. Sie wissen wahrscheinlich, wie wir mit vielen anderen Volkswirtschaften verflochten sind. Das sollten Sie zumindest wissen, zum Beispiel mit Italien. Was würde es bedeuten, wenn Italien tatsächlich trudelt? Und ich sage Ihnen, das ist für Österreich wichtig. Unsere Nachbarländer, wir sind eine offene Volkswirtschaft. Wir sind exportorientiert. Der Tourismus spielt eine große Rolle. Wir sind auf ein gemeinsames Europa angewiesen. Das ist ein Schutz für Österreich, hier Solidarität zu zeigen. Und im Übrigen, mich wundert das immer, wie jemand, der aus der Wirtschaft kommt, den österreichischen Export so wegblendet. Wir sind ein Land, das im Wesentlichen auf das aufgebaut ist. Waren- und Dienstleistungsexport und Tourismus, ja? Umwelttechnologie, das sind alles erfolgreiche Projekte. Aber was hat das jetzt wieder mit dem ESM zu tun? In erster Linie darum gegangen ist, die Länder zu stabilisieren, die am Finanzmarkt ins Visier der Finanzmärkte geraten sind und für ihre Staatsanleihen enorme Zinsen bezahlen mussten. Und das kann ihnen ja auch nicht egal sein, wenn ein Land wie Spanien oder Italien trudelt. Also wir haben jetzt klargestellt, Herr Stronach, dass Sie da unterschiedlicher Meinung sind. Jetzt würde ich gerne wieder zurückkommen zu dem Thema öffentlicher Verkehr und würde Sie gerne fragen, falls Ihnen die ÖBB gehören würde, was Sie ja nicht ungern hätten, wie Sie schon mehrfach gesagt haben, würden Sie dann... Bitte nicht Wörter in meinem Mund legen. Sie haben ja der Frau Burres einen Brief geschrieben, das erzählen Sie uns dann immer, dass Sie nichts dagegen hätten. Das ist meine konkrete Frage. Würden Sie, wenn Ihnen die ÖBB gehören würde, viele Milliarden in Projekte wie den Semmering-Basistunnel, den Koralm-Tunnel oder den Brenner-Basistunnel investieren, damit die Leute schneller mit der Bahn fahren können? Das Erste, was ich machen würde, ich würde alle SPÖ-Funktionäre mal ablenken. Das ist das Erste. Davon wird die Bahn jetzt nicht schneller. Ja, aber die Verluste sind dann geringer. Okay. Und dann als Nächstes? Ja, und dann muss man das sachlich durchgehen, wie effizient das sein könnte. Man muss dann die Arbeiter mitbeteiligen, dass sie alle motiviert sind, dass sie alle mit dran arbeiten, dass die Bahn sehr effizient ist. Da gibt es einen Vorschlag von Ihnen, der lautet Österreich-Card. Vielleicht können Sie uns das kurz erklären, was da gemeint ist. Österreich-Card? Ja, haben Sie in Ihrem Programm. Nein, doch, ich sage es Ihnen. Sie schlagen vor, in Ihrem Programm einer Österreich-Card nach dem Vorbild der schweizerischen Generalabo ein Generalabonnement für alle öffentlichen Verkehrsmittel zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs. Steht in Ihrem Programm. Ja, ich glaube, wenn man... Ja, gerne. Das ist wahrscheinlich von uns abgeschrieben. Na gut. Also wie viel soll sowas kosten, wäre irgendwie die Frage. Man kann nicht mit einem Motorsäge reingehen, man muss alles sachlich durchleuchten und muss das genauestens alles prüfen und dann muss man die besten Entscheidungen treffen. In der Schweiz kostet das 2.900 Euro im Jahr
Wäre das ein Preis, den Sie sich vorstellen könnten für so ein General-Abo? Ich glaube, die Leute würden es gern haben, wenn die ein Abo kaufen könnten. Besonders die Studenten und die Pensionisten, wenn die da einen billigen Preis kriegen. Also es würde gut sein, ja. Tolle Idee. Das ist grünes Programm. Also wir haben ja in Wien es durchgesetzt, dass die Jahresnetzkarte auf 365 Euro verbilligt wurde. Das kommt jetzt im Übrigen auch in Vorarlberg. Es wird auch in Tirol und in Salzburg umgesetzt. Da steht es im Regierungsübereinkommen. Und ich wünsche mir das für ganz Österreich, weil ich nicht möchte, dass Mobilität, leistbare Mobilität, von der Postleitzahl abhängig ist. Und das wäre schön, dass wir darüber einstimmen. Ja. Sehr gut. Ich möchte ein Wort aufgreifen, weil Sie es immer wieder verwenden. Sie sagen immer die Funktionäre. Und Sie sagen das auch immer sehr abwertend. Ich meine, es gibt schon ein paar Probleme, über die man reden muss. Ja? Das sind Postenbestellungen aufgrund von Parteibuch. Aber es gibt in Österreich auch viele Funktionäre von Sportvereinen, von Kulturvereinen, also die ehrenamtlich in ihrer Zeit gerade viel Jugendarbeit machen, die Feriencamps organisieren. Und ich finde das sehr abwertend, dass Sie generell über die Republik der Funktionäre, ich denke doch immer an die Leute im Tennisclub und im Fußballverein, die sollten Sie auch einmal im Auge haben und nicht immer so abwertende Begriffe verwenden. Ich abwerte Leute nicht. Es ist immer schön, besonders wenn Leute volontär, wenn sie ihre Freizeit verwenden und bei Jugendvereinen. Das ist ganz wichtig, das Ganze. Und ich habe auch große Belohnungen für solche Zwecke gegeben. Aber wenn es Zwangsmitglieder gibt, nicht? Die Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Bauernkammer, überall musst du Zwangsmitglied sein. Und wenn ich manchmal mit Kleinwirtschaftsunternehmen spreche, sagen, oder die gerade angefangen haben, das Erste, was man mit der Post kriegt, das sind meine Rechnung als Mitgliedsbeitrag. Also die sagen, das ist nicht nötig. Das sind nur Bremser. Das ist was, über was man reden kann, diese Zwangsmitgliedschaften, Frau Glawischny. Selbstverständlich kann man über alles diskutieren. Ich glaube, dass es allerdings bei den Klein- und Mittelbetrieben im Moment andere Probleme gibt, als jetzt gerade Kammermitgliedschaft, sondern ich glaube, dass die ganz wichtige Maßnahme braucht, nämlich Steuerentlastung. Und vor allem Steuerentlastung, was das Arbeiten betrifft. Also ich habe mit vielen jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesprochen. Das ist schon auch immer ärgerlich, ja, wenn man das Gefühl hat, dass eine Kammer nicht die Interessen der Mitglieder vertritt, sondern Parteiinteressen vertritt. Und das ist immer wieder der Fall. Aber die große Frage ist, wie man wirklich auch bei der Arbeit Steuern senken kann. Und das ist gerade für die Kleinen und für die Kleinsten ein Riesenthema. Ein-Personen-Unternehmen, die sich von keiner Seite wahrgenommen fühlen, weder von der Wirtschaftskammer noch von der Arbeiterkammer, die einen eigenen Arbeitsplatz geschaffen haben, die teilweise unter Selbstausbeutung arbeiten. Ja? Das sind die Leute, für die ich mich einsetze. Ja? Und da wollen Sie, und das wäre vielleicht ganz interessant von Ihnen zu wissen, Herr Stronach, das heißt, bei den Grünen, sozusagen eine aufkommensneutrale Steuerreform, auf der anderen Seite sollen zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, fossile Energieträger höher belastet werden und es soll bei den Lohnnebenkosten eine Entlastung geben. Herr Stronach, finden Sie das eine gute Idee, dass man sagt, Energieträger wie, was weiß ich, Benzin, Kerosin, vielleicht für Sie wichtig, Diesel und ähnliches, Kohle, sollen durch Steuern verteuert werden. Finden Sie das richtig? Ich möchte kurz sagen, in Kanada gibt es ein Programm Grüne Helden. Das ist eigentlich vom ontarischen Staatssender organisiert gewesen. Ich wurde auch klassifiziert als ein grüner Held, weil ich habe so viel Geld investiert und wir haben sehr viele gute Fortschritte gemacht auf Bezug Elektroauto. Okay, aber was heißt das jetzt als Antwort auf meine Frage? Ist für Sie eine Verschiebung von Steuern auf fossile Brennstoffe eine gute Idee? Man muss das ganze Bild sehen. Man muss alles durchleuchten und sagen, brauchen wir das oder ist es fair? Man kann nicht so kurz rein ein Stück rausschneiden und sagen, das. Man muss das ganze Bild sehen. Ja, aber irgendwie so eine grundsätzliche Idee kann man dazu ja haben. Man muss alles. Kommt das dann zu Lasten der Frauen? Kommt das zu Lasten? Wir müssen schauen, der Staat braucht Ex-Gelder, damit alles funktioniert. Was meinen Sie mit Ex-Gelder? Ja, dass damit alles funktioniert. Von den Pensionen bis zu den Infrastrukturen, bis zu den Schulen, bis zu der Gesundheit. Das braucht alles viel Geld. Man muss alles durchleuchten. Kann man irgendetwas besser machen? Und das braucht sehr viel wirtschaftliche Erfahrung. Sie müssen sich ja den ganzen Wahlkampf schon immer wieder anhören, auch in dem Beitrag vorher sozusagen.
man kann nicht davon ausgehen, dass wenn man ein guter Manager war, man gleichzeitig auch ein guter Politiker ist. Österreich ist keine Magna-Filiale und Politik und Wirtschaft, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Haben Sie da nicht Selbstzweifel eigentlich? Nein, erstens, ich bin kein Politiker. Ich setze eine Bewegung imstande. Und wo wir Missstände aufzeugen und nicht nur Missstände, aber auch Lösungen haben. Und ein wichtiger Teil dieser Lösung ist auch, wir haben nur Berufspolitiker. Berufspolitiker führt zur Freundelwirtschaft und Freundelwirtschaft führt zur Korruption. Wir sind die einzige Partei, die sagt, wir brauchen ein politisches Maximum zwei Perioden im Parlament sein. Und dann wieder zurück raus, keine Staatsanstellung dann, dann wieder zurück zum Volk und mit den Gesetzen und Paragraphen, wo sich keiner auskennt, leben. Okay. Also das ist einmal, jede Partei will nur Berufspolitiker sein. Freundelwirtschaft, ja. Für mich entsteht schon der Eindruck von Freundelwirtschaft, wenn sich ein Konzern Ex-Politiker der Reihe nach ins Unternehmen holt, um sich sozusagen über ihre Netzwerke auch Einfluss auf Politik zu sichern. Und das haben Sie, und das hat Magna, ganz exzessiv gemacht. Also auch in Kanada ganz exzessiv. Ich glaube gerade, dass die Vermischung zwischen Politik und Wirtschaft, und das ist ein gutes Beispiel dafür, die Basis ist für Korruption. Karl-Heinz Grasser, Westenthaler, alle bei Ihnen im Konzern also gewesen. Also Berufspolitiker, ja? Finden das in Ordnung, dass es Berufspolitiker gibt? Ich bin Berufspolitikerin. Ja? Und Sie wollen für immer fähig in der Politik? Aber ich sage Ihnen gerne, warum ich in die Politik gekommen bin. Sie wissen von mir nicht. Aber kann man da nicht sagen, dass man sagen, ja, also ich bin dafür für zwei Perioden? Kann man über alles diskutieren. Ja, aber ist das, würde das nicht vernünftig sein? Ich möchte meinen Anspruch sagen, warum ich in die Politik gegangen bin. Ich bin, Juristin. Und ich kann es davon wieder weggeben. Bitte, ja, okay. Danke, damit wir ein bisschen besseren Blick haben. Danke vielmals. Mir hat es nie etwas bedeutet, in meinem Beruf als Juristin jetzt einen Zweig einzuschlagen, wo ich viel Geld verdienen kann. Sondern ich bin zu einer Umweltschutzorganisation gegangen und habe mich engagiert. Ich bin mit dem Sicherheitspolizeigesetz im Rucksack auf Baustellen gesessen, habe mich angekettet, um die Zerstörung von Natur zu verhindern. Ich habe dissertiert über die Frage Rechtsschutz gegen Atomkraftwerke im Ausland und habe unverzüglich die Ergebnisse meiner Dissertation in eine Klage umgesetzt und habe gegen ein Atomkraftwerk geklagt. Das hat mich angetrieben. Ja. Und es gibt viele Menschen, die aufgrund ihrer Werteorientierung Sie haben immer noch nicht gesagt, ob Sie für Perioden sind, ob zwei Perioden genug sein werden. Das ist die Frage, das wollen die Leute hören. Die Leute sind verdrossen mit Berufspolitikern. Also fragen wir Frau Lewischnik, zwei Perioden und aus, einen Vorschlag, dem Sie näher treten können? Das ist unterschiedlich. Bei uns ist es ja nicht so wie bei Ihnen, dass jemand auf die Liste gesetzt wird, weil das der Parteichef oder der Stifter oder der Gründer oder der Finanzier so entscheidet, sondern bei uns wird gewählt. Und ich halte das auch für einen sehr guten Vorgang, dass man demokratisch einfach eine Liste wählt. Und da unterliegen auch immer wieder Menschen. Und da kommt es auch immer wieder zu einem Wechsel. Wir haben jetzt sehr viele junge Leute auf der Liste, die haben sich durchgesetzt, weil sie einfach auf einer Versammlung von vielen hunderten Leuten ihre Werte und ihre Überzeugung einfach präsentiert haben. Die habe nicht ich auf eine Liste geschrieben, aber das ist ganz was anderes als bei Ihnen. Sie sind auch eine für Berufspolitiker. Ich glaube, das haben wir jetzt ausdiskutiert. Ja. Ich würde gerne was anderes noch hier einbringen. Frau Klawischnik, Sie haben über Frank Stronach in einem Interview gesagt, er ist sowas von retro. Ich habe von diesem Männergetue die Nase voll. Diese Macho-Allüren müssen wir als österreichische Frauen nicht gefallen lassen. Warum sagen Sie das über ihn, wo er doch eine weibliche Kanzlerkandidatin hat? Ja, es hat einen Satz von Ihnen gegeben, der hat mich sehr irritiert. Nämlich, zumindest ist er in der Zeitung so gestanden, dass diejenigen, die mehr Geld haben, intelligenter sind. Ja. Was hat das mit Frauen zu tun? Frauen verdienen in Österreich im Schnitt immer noch ein Viertel weniger um Männer. Heißt das, dass Frauen dümmer sind? Nein, Sie verdrehen Meinen das Sie jetzt. So etwas? Na, wir haben in unserem Programm ausdrücklich drinnen, dass die Frauen das gleiche Geld kriegen für die gleiche Arbeit wie die Männer. Und da muss man auch mehr dafür tun. Er macht zu wenig dafür. Sagen Sie uns konkret, was kann man da machen? Was kann man da machen als Gesetzgeber? Ja, ich glaube, wir müssen mehr Frauen motivieren, dass wir mehr Frauen im Parlament haben. Und jetzt ist noch immer eine Männersache. Ja, aber das ändert ja noch nichts an der Realität in der Privatwirtschaft. Ja, aber wir alle wissen, wie die Regierung zustande kommt in Österreich. Setzt sich die Gewerkschaft mit der Arbeiterkammer, mit der Wirtschaftskammer, mit der Bauernkammer zusammen und dann mit der Raiffeisenbank. Und was ändert das jetzt an den Frauen? Nein, die sagen, das sind unsere Leute, das ist unser Programm. Da hat der Michael Holper noch ein bisschen mit reinmischen. Ja. Und der Erwin Bröll
wollen, dass das die Regierung, die Bürger haben überhaupt keinen Zugang, dass man... Bringt uns jetzt der Frage der Gerechtigkeit für Frauen in der Arbeitswelt nicht wirklich näher, diese Aussage. Wie sollte denn ein Gesetz ausschauen oder so, damit das normal wird? Ja, aber diese ÖVP und die SPÖ denken nach das für 50, 60 Jahre. Sie müssen die Regierung abwählen. Mehr Frauen, dass die immer Strom abwählen. Mehr Frauen. Ja, aber dann müssen Sie uns sagen, wie Sie es dann machen wollen. Ja, wie? Wir brauchen mehr Frauen im Parlament. Wir sind, das Parlament ist von den Männern dominiert. Die ganze Politik ist von den Männern dominiert. Verpflichtende Frauenquoten. Also, das überrascht mich jetzt. Sie sitzen hier einer Frau gegenüber, falls es noch nicht aufgefallen ist, nämlich einer weiblichen Spitzenkandidatin. Wir haben als Grüne Partei von Anbeginn. Wir haben von Anbeginn an, für uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Eine Selbstverständlichkeit, dass in allen Führungsgremien, dass im Nationalratsclub, in allen Landtagen, dass zur Hälfte auch Frauen drinnen sind. Und nicht nur das, ich finde eine Durchmischung, junge und ältere Personen, Menschen mit Behinderungen, also dass die alle auch ihre Vertretung im Parlament und in politischen Gremien haben, das ist ein grüner Kernauftrag seit Anbeginn. Ja? Also, da stimme ich auch mit überein, was Sie jetzt gesagt haben. Das ist auch unsinnig. Aber muss es dann Frauen verpflichtende Frauenquoten geben, dass zum Beispiel in den Führungsetagen großer Firmen, so wie in Skandinavien, immer gleich viel Frauen sind wie Männer zum Beispiel? Ja, muss man das gesetzlich regeln, damit das klappt? Erstens in einer Privatwirtschaft, da bestimmen die Shareholders, die Aktionäre, aber in öffentlichen Instituten glaube ich, brauchen wir schon Regeln, wo Frauen mehr berücksichtigt werden. In öffentlichen Institutionen, glaube ich, gibt es die, aber die Frage ist doch, wie kriegt man das runter auf die Privatwirtschaft? Das kann nur sein, weil diese Regierung, nicht? Also die ist schon für 50 Jahre, macht immer wieder das Gleiche, mehr Schulden, mehr Frauenwirtschaft, mehr Korruption, mehr Arbeitslose. Hat jetzt mit den Frauenquoten in den Vorstandsetagen nichts zu tun. Ja, das hat aber dort die Männerparlament, also alles sind von Männern dominiert. Ich muss jetzt hier ein Thema, Sie werden es nicht für möglich halten, aber wir haben tatsächlich einen Bereich gefunden, das ist ein kleiner Bereich zugegebenermaßen, aber da sind Sie annähernd einer Meinung. Und das haben nicht viele Parteien im Programm, aber Sie beide haben das. Sie wollen beide bis zu einem gewissen Grad Cannabis freigeben. Herr Stronach, wie stellen Sie sich das vor? Was soll da erlaubt sein und was nicht? Ich glaube, unter ärztlicher, wenn Ärzte sagen, wenn eine Person sagt, also ich fühle mich besser, ich kann besser schlafen und so weiter, sehe ich auf Rezept. Haben Sie das ausprobiert? Ich habe es noch nicht probiert. Ich rauche nicht. Ich auch nicht. Ich habe gedacht, Sie haben Erfahrung. Ich höre Leuten zu und sie hören Leute nicht zu. Und ein typisches Beispiel wieder von den Grünen ist, da mit der Marie-Hilfe-Straße, das sind 2 Kilometer Straßen, das nicht funktioniert. Und wie können die Grünen in der Regierung kommen, wenn sie nicht einmal eine Straße organisieren kann, die funktioniert? Cannabis. Was soll erlaubt sein und was soll weiterhin verboten sein? Ja, ich möchte nur eines sagen, also wenn Sie in ein Parlament wollen, dann sollten Sie zumindest auch bereit sein, auch alle Gesetze einzuhalten. Auch Sie haben bei Ihrer Wahlkampffinanzierung einen für mich offenen Punkt und über das möchte ich noch sprechen. Alle Spenden, und Sie spenden als Frank Stronach an das Team Stronach, müssen nach dem neuen Transparenzgesetz über 50.000, wenn Sie diese Grenze erreichen, unmittelbar dem Rechnungshof gemeldet werden. Ich habe jetzt nachgesehen, auf der Rechnungshof-Homepage gibt es seit April keine einzige Meldung von Ihnen. Jetzt gibt es nur zwei Varianten. Entweder es sind Darlehen, das heißt, Sie holen sich dann zurück, das heißt, dann geht es über Steuergeld, über die Parteienfinanzierung, über die Clubfinanzierung, oder Sie verletzen das Parteientransparenzgesetz. Gut, und über das Cannabis wissen wir jetzt auch nichts. Entkriminalisierung habe ich schon oft gesagt, ja. Aber das ist mir schon noch ein Anliegen. Ja. Wenn Sie, gekommen, Frau Gleischen? Es geht darum, Korruption wirklich abzustellen. Es geht um Transparenz. Und wenn man so leger wieder mit den neuen Gesetzen, die gerade Wahlkampffinanzierung, Wahlkampfkosten und so weiter, wenn man so leger damit umgeht wie Sie, mit Anlauf bereits ankündigt, das Gesetz nicht einhalten zu wollen, weil Sie die Wahlkampfkostenbegrenzung nicht einhalten wollen, dann frage ich mich, wie Sie sich auf die Seite der Korruptionsbekämpfung stehen wollen. Das geht sich nicht aus. Sorry. Erstens einmal, es ist eine Regel. Und die Regel sagt, man muss eine Strafe zahlen.
Es ist kein Gesetz, es ist eine Regel. Man muss Strafe zahlen, wenn man das überschreitet. Aber es ist ein großer Unterschied. Ich gebe mein eigenes Geld rein, das schon versteuert ist. Und, Ich habe gesagt, ich werde nie einen Cent nehmen oder einen Euro nehmen vom Staat. Es ist ja in Ordnung, wenn eine Firma Förderungen erhält, aber die Magna hat fast 48 Millionen Euro Förderungen in der Steiermark erhalten. Also Sie können ja gern auf sich stolz sein, ja? Nur bleiben wir bei der Wahrheit. Es gibt Gesetze und jede Firma von uns ist dezentralisiert. Okay. Der wichtige Punkt ist, wir sagen zu mir, ihr müsst euch nach den Gesetzen halten, ganz gleich in welchem Land ihr seid. Gut. Und die Arbeitsbeschaffung ist ein sehr wichtiger Teil und da gibt es Programme, wo man so viel Geld kriegt für einen Arbeiter und wir gleich wie alle anderen Firmen. Gut, aber ich möchte nur eine Sache sagen. Wir haben 150 Millionen Sozialspenden gegeben. Ja, Herr Stronach. Und haben Sie schon einmal... Der Rechtsverfahren unterstützt für Bürgerinitiativen. Seit 20 Jahren. Herr Stronach, der Vorwurf der Frau Klawischnik war, Ihre Parteienfinanzierung ist nicht transparent. Wir wissen, Sie geben alles als Kredit an Ihre Partei. Und wenn die nicht spuren, dann stellen Sie einen Kredit fällig. Oder wie geht das? Bitte, wir sind transparent. Wir haben kein Problem, wenn man da reinschaut. Aber ich weiß nur, wenn ich rundherum fahre, in Niederösterreich oder in Salzburg, ich sehe kaum Plakate von uns. Aber die grünen Plakate sind 3- oder 5-mal so viel. Okay. Wie kann man das nicht erklären? Also, Abschlussfrage. Ich kann das nicht erklären, und der SPÖ sind 10-fach. Also wo kommt das ganze Geld her? Abschlussfrage an Sie beide. So wie es in Salzburg läuft, wäre das in Wien für Sie denkbar, Herr Stronach, eine Zusammenarbeit mit den Grünen oder ausgeschlossen? Wichtig für mich ist der Bund. Von dort geht alles aus. Ja, genau. Es gehört einmal alles genau möglich? Geregelt. Ja oder das, nein? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wie ich sage immer, ja oder nein? Die Länder können nicht von Wien aus dominiert werden. Ich bin für Dezentralisierung, wo die Kompetenz festgelegt und das ist jetzt nicht. Gott, ich wollte eigentlich nur fragen, ob Sie paar Stunden dauern, bevor Sie das auf Bundesebene mit den Grünen eine Zusammenarbeit in einer Regierung vorstellen können. Ja oder nein? Sie sagt sehr, ich bin ja sehr unsympathisch. Ich kann doch nicht zusammenarbeiten, wenn Leute nicht die Wahrheit sagen. Okay. Die Frau Kuschny hat gesagt, dass ich Gewerkschaften abstellen werde. Aber das ist ein ganz wichtiger Ding. War das ein wichtiger Punkt? Eine Zusammenarbeit auf Bundesebene möglich für Sie mit dem Team Stronach, ja oder nein? Also mit diesen Positionen ist das ausgeschlossen. Sie haben mich ja heute erst kennengelernt. Sie haben sich ja leider bis jetzt noch in keine Diskussion gepackt. Schade, ich hätte gerne mehr diskutiert. Ich habe nie ein aber die entscheidende Frage wird noch sein... Noch nie ein schlechtes Wort über Sie gesagt, Stronach, noch nie. Die entscheidende aber Frage wird sein... Die schlechte Wort über mich ist, ohne mich zu kennen. Die entscheidende Frage wird folgende sein... Nein, haben Sie nicht. Die entscheidende Frage wird sein, die SPÖ wird aus heutiger Sicht mit ziemlicher Sicherheit Nummer 1 sein. Jetzt geht es darum, ob es weitergeht wie bisher, nämlich ob Schwarz und Rot gemeinsam noch eine Mehrheit haben oder ob sich wirklich die Chance für etwas Neues ergibt. Das ist die einzige entscheidende Frage. Und da könnte auch eine Zusammenarbeit mit dem Team Stronach möglich sein. Nicht möglich, ausgeschlossen. Und Sie freuen sich schon, mit der SPÖ zusammenzuarbeiten. Meine Damen und Herren, Herr Stronach, Frau Klawischnik, ich bedanke mich. Keine Sorge. Wissen Sie was, Sie können hier gerne weiter diskutieren. Aber die Sendung, die muss ich jetzt an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, dass Sie gekommen sind und diskutiert haben, meine Damen und Herren. Ihnen auch danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's für heute aus dem ORF-Konfrontationenstudio. In der ZIB 2 folgt wie immer die Analyse von Sophie Kamersin und Peter Filzmeier. Und auch die Faktenchecker haben sich schon in die Arbeit gemacht und prüfen für Sie die Aussagen von Josef Bucher, wonach die Steuerzahler wegen der geplanten EU-Sozialunion bald die Pensionen von den Griechen zahlen müssen. Am nächsten Donnerstag stehen hier Werner Faymann und Michael Spindelecker sitzen einander gegenüber zum sogenannten Kanzlerduell. Wird sicher spannend. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Für heute einen guten Abend. Dienstag. Heute ist Donnerstag.